Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zaunkönig. Das ist heute Part 3 des Yamaha XV750 Bobber Umbaus und wir machen nahtlos da weiter, wo das letzte Video aufgehört hat, und zwar bei dem Thema Ölpumpe. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ölpumpensieb tatsächlich rausbekommen, hat aber auch relativ lang gedauert. Ich habe dann die Schraube, die ihr hinten rausgeguckt hat auf der Seite, dann wirklich tagelang mit Blitzlöser eingesprüht. Und weil es dann immer noch nicht aufging, habe ich am Schluss in die Schraube einfach dann einen Schlitz reingeflext, um mit einem ganz großen Schlitzschraube die aufmachen zu können. Und dann konnte ich das Sieb entnehmen und habe das dann mit Bremsereiniger komplett einmal ausgespült und dann der Rest noch mit Druckluft einfach rausgespritzt. Und jetzt sieht das Ding doch wirklich wieder ganz gut aus. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier eine andere Schraube genommen, ja, wo einfach ein vernünftiger Kopf drauf ist, damit ich das nächste Mal so ein Problem nicht habe. Nachdem die Ölpumpe dann wieder zusammengebaut war, das gereinigte Sieb wieder eingesetzt war, habe ich das Ganze dann wieder zurück in den Motor eingebaut. Wenn wir den Motor sowieso offen haben, dann gibt es einfach ein paar Dinge, die man noch tun kann und die ich jetzt auch mal gemacht habe. Ich bin wirklich mal her und habe hier in einem Sumpf unten, wo das ganze alte Öl drin war, das war auch alles komplett belegt, habe ich mal wirklich das ganze Öl mit alte Lappe einfach rausgeholt. Und dann könnt ihr einfach wirklich mal hergehen und alles so ein bisschen abputzen, weil ihr werdet schon feststellen, dass auch überall einfach sich im Laufe der Jahre, ich meine, das Motorrad ist 37 Jahre alt, sich irgendwelcher Belag einfach ansammelt. Übrigens, Thema Dichtung. Ich kann euch eins sagen, das war ein riesengroßer Scheiß, das alles zu kratzen. Seht doch immer noch teilweise so schwarze Rückstände. Allerdings braucht man die nicht wegmachen, aber wenn ich hier mit dem Finger drüber fahre, da spürt man nichts. Also das sind halt einfach auch irgendwelche kleine Beschädigungen, wo sich halt alte Dichtmasse drin angesammelt hat. Ich habe mir hierzu von Presto diesen Dichtungsentferner hier besorgt. Ich werde euch den Link auch mal unten reinmachen in das Video. Er hat, glaube ich, jetzt irgendwie 7 Euro oder so gekostet und ich muss sagen, dass der eigentlich echt in Ordnung ging. Also war okay von der Lösekraft her, nichtsdestotrotz habe ich mich wirklich hier Zentimeter für Zentimeter weiterarbeiten müssen, immer wieder einsprühen. Da ist aber auch noch ordentlich was drin, also der hebt euch auch relativ lang, der hat auch für den kompletten Motor, für beide Seiten und für die beiden Deckel super gut gereicht. Ganz wichtig, ihr dürft hier nicht mit irgendwas hin, was letztendlich härter ist als Aluminium, also nicht mit einem Schraubenzieher oder einem Messer oder einer Rasierklinge oder so einem Scheiß, sondern ihr müsst wirklich schauen, es muss was Weicheres sein, als es Aluminium ist, und deswegen habe ich dann zum Beispiel so ein viereckiges Stück Plastik genommen, wie gesagt, mit dem man normalerweise dann so Spachtelmasse beim Auto auftragen kann. Auf Anhieb, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, da habe ich jetzt wirklich gedacht, dass ich da jetzt 20 Minuten rummache, bis das Ding sitzt. Wobei ja noch nicht drin ist, also man sollte der Tag hier nicht vom Abend loben. Sitzt. Ich werd bescheuert. Ist ja Wahnsinn. Also ganz wichtig, wenn ihr Schrauben macht und im Motor schon dreimal, auf jeden Fall am Anfang wirklich erst immer mal mit der Hand anziehen, bevor ihr da irgendwas festzieht. Wenn ihr euch da drinnen Gewinde kaputt macht, dann ja, gute Nacht, Johanna, sage ich jetzt mal. Ich gehe dann auch immer her und nehme am Anfang nicht die Retsch, sondern wirklich erst immer mal noch zum Beispiel die Verlängerung, oder da gibt es auch so einen Schraubenzieheraufsatz, und macht das damit dann nochmal fest, damit wirklich ich nicht irgendwie aus Versehen mal eine Schraube krumm ansetze und mir da irgendein Gewinde kaputt mache, weil wie gesagt, gerade im Motor, das möchte ich auf gar keinen Fall riskieren, dass ich da irgendwas kaputt mache. Wir haben uns ja das letzte Mal entsprechend hier die Markierungen gesetzt und jetzt machen wir natürlich die Kette auch wieder genau an die Stelle hin. Aha, da hat sich noch ein bisschen Dichtung rein verirrt, sehe ich gerade. Also könnt ihr mal sehen, was für kleine Brocke ich das rausgeholt habe, das Zeug. Hier ist auch extra so eine Nut nochmal. Das ist so abgeflacht hier, damit quasi auch das Ketteblatt dann nicht rutschen kann. Das heißt, auch hier werde ich die Schraube jetzt nicht irgendwie bescheuert oder sinnlos festbolzen. Erstmal mit der Hand dagegen halte hier. Das reicht, glaube ich, auch. Ja, definitiv. Also fester will ich es gar nicht zumachen. Viel fester. Das reicht, wenn ich es mit der Hand hier jetzt hebe. Jetzt haben wir noch Schutzblech drauf und dann sieht das Ganze doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also auch hier wieder dasselbe Spiel, erstmal natürlich alles mit der Hand eindrehen, wie gesagt, gerade wenn ihr hier im Motor unterwegs seid. So, unsere Ölpumpe ist wieder drin, das Blech ist wieder drauf, dann habe ich hier entsprechend auch die Starterkupplung, glaube ich, oder wie auch immer das heißt, im Englischen steht Starter Clutch, wenn ich es richtig weiß, in der Sprengzeichnung habe ich hier entsprechend wieder eingebaut. Wichtig ist, dass ihr dann natürlich entsprechend auch eine neue Dichtung links und rechts einsetzt. Ich habe hier wirklich einen sehr guten Hersteller gefunden. Italy Racing heißt er die. Den Link packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr entsprechend die Dichtung dann nachbestellen. Und auf der rechten Seite habe ich natürlich auch logischerweise die alte Dichtung entfernt, dann die neue Dichtung eingesetzt. Und hier gibt es eine Besonderheit. Da müsst ihr aufpassen bei dem Deckel des Ölfilters. Hier unten am Ölfilterdeckel kommt eine Dichtung rein.
Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr die nicht aus Versehen verliert, wie es mir fast passiert ist. Da machen wir nagelneue Ölfilter natürlich rein und diese Seite hier mit der Öffnung, wo man auch reinschauen kann, die kommt nach außen. Das heißt, wir machen unseren Ölfilter jetzt mal hier rein und dann den Deckel wieder drauf. So, und da haben wir ja schon beim Ausmachen gemerkt, dass das Ganze etwas schwierig ist, weil hier Dichtungen drauf sind. Das heißt, dass wir hier einfach beim Reinschrauben immer mal ein bisschen links und rechts drehen und das quasi so nacheinander anziehen. Ich denke, das ist wahrscheinlich hier die beste Lösung. So, dann mache ich jetzt einfach immer mal so zwei, drei Stöße mit der Ratsch, sage ich jetzt mal, immer so ringsrum. Ja, das scheint doch ganz gut zu funktionieren so. Also ich kenne das System jetzt so auch nicht. Aber das sind eben auch so mal wieder die Momente, da muss man einfach mal ein bisschen probieren. So, die obere, die ist jetzt schon langsam fest. Unten jetzt auch. Und die hier auch. Was ich dann natürlich noch gemacht habe, weil ich wollte sie dann auch nochmal anmachen und schauen, dass alles funktioniert, ist neues Öl eingegossen. Ich habe hier das Castrol Power 1 20W50 und natürlich mineralisch, weil es ja ein älterer Motor ist. Da kippen wir nichts Vollsynthetisches rein. Da ist mir dann der zweite Vorpaar passiert, ist mir auch noch nie passiert. Und zwar habe ich vergessen, unter die Ölablassschraube wieder reinzumachen. Dann ist da auf jeden Fall nochmal ein bisschen von dem niegelnagelneuen Öl ausgelaufen. Das war jetzt nicht die berühmteste Aktion. Ich habe es allerdings relativ früh festgestellt. Dann könnt ihr anhand des Sichtglases bei der XV750 sehen, wie euer Ölstand ist. Ich habe das dann auf Maximum gefüllt, dann den Motor mal kurz laufen lassen, weil das Öl muss ja dann erstmal auch durch den Motor durch, in den Fiddler geht es Öl rein etc. Und dann müsst ihr danach das Öl nochmal auffüllen, dann vielleicht wirklich so, ich stelle es immer so zwischen minimal und maximal, zwischen den zwei Markierungen so ungefähr auf 3/4, dann kann euch da eigentlich nichts passieren. Wir haben ja wie im letzten Video gesagt, diese zwei Ölsteigleitungen und ich habe die jetzt folgendermaßen überprüft. Ich habe den Motor laufen lassen und dann habe ich ganz, ganz vorsichtig oben an der Ölsteigleitung, oben am Zylinder, die Schraube, also vorher ein Lappe drunter gelegt und die Schraube dann ganz, ganz vorsichtig geöffnet, bis ich gemerkt habe, aha, da kommt Öl raus. Also seid da wirklich vorsichtig, wenn ihr die Schraube ein bisschen zu weit aufmacht, dann kommt euch da gleich wirklich literweise das Öl entgegen. Also ganz vorsichtig aufmachen, um zu prüfen, dass da oben auch Öl ankommt. Und da muss ich wirklich sagen, das war so für mich der Aha-Effekt und eigentlich der schönste Moment des Tages, dass dann wirklich da oben auch frisches Öl rausgekommen ist, noch schön rot, so wie es letztendlich aus dem Kanister, sage ich jetzt mal, rauskam. Das hat mich sehr gefreut. Dann bin ich nochmal so eine ganz, ganz kleine Runde hier durchs Dorf durchgedreht. Und dann war ich auch echt zufrieden, jetzt bin ich wirklich kaputt. Das nächste Video, glaube ich, wird mal sehr, sehr interessant für euch. Und zwar werde ich mal ganz langsam anfangen, hier mal so ein oder zwei Sachen mal abzubauen, mal ein bisschen zur Zerlegungsarbeit, zu gucken, wo sind überall Rosteransätze, die letztendlich geschliffen und lackieren werden müssen. Und dann möchte ich euch wirklich mal dabei haben und werde mal meine Gedanken, die ich dann dazu habe, auch mal laut aussprechen. Einfach mal, damit ihr so ein bisschen meine Gedankengänge nachverfolgen könnt, was so meine Ideen wären, was ich gern machen würde. Und dann bereiten wir uns quasi mal auf das Projekt vor. Dann seht ihr auch mal, aha, wie plant jetzt zum Beispiel der Zaunkönig so ein Projekt, wenn der sich jetzt hinsetzt, was hat er vor, was sind da dabei so die Überlegungen. Und darauf abgestimmt ist dann natürlich später auch die Auswahl der Teile. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr das noch nicht getan habt, drückt doch mal unten auf den Abo-Knopf, macht die Glocke an, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Morgen, schönen Abend oder schönen Mittag, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Euer Zaunkönig. Bye.